Moin ihr Lieben und willkommen zum neuen Video. Erstes Video im neuen Jahr und das neue Jahr soll wieder ein bisschen YouTubiger werden hier. Und aktuell geht es ja um meine Diät. 1, 2, 3 Videos kamen dazu schon und ich wollte heute mal ein Update zu meinem Trainingsplan geben. Denn heute ist der 3.1. und ich habe gestern am Montag mein erstes Training des Jahres rausgehauen. Rausgehauen, so eine richtig dumme Formulierung, ne? Und in diesem Video wollte ich euch meinen Trainingsplan zeigen. Zumindest den ersten Tag. Und ich würde sagen, wir setzen uns dazu gleich mal an den Schreibtisch. Und ich blende euch im Hochformat blende ich euch meine Videos, die ich dazu gestern aufgenommen habe, ein. Und kommentiere das einfach so ein bisschen. Also, let's go. One eternity later. So, es ist natürlich nicht mehr der 3.1. Weil so wie ich es letztens schon gesagt habe, ne, ihr kennt das, ich fange an zu filmen und auf einmal pff, ist der Tag auch vorbei. Und der nächste. Lange Rede, kurzer Sinn. Heute ist Samstag und somit sind schon 2 von den 3 Trainingseinheiten der Woche durch. Aber jetzt soll es ja um den ersten Trainingstag gehen. Deswegen habe ich hier so viel Freiraum gelassen, weil da kommt jetzt mein Training. Vielleicht kurz vorab, ich mache 3-mal die Woche ein Ganzkörpertraining. Aber 3 unterschiedliche Einheiten. Warum? Weil für mich das so am besten funktioniert, ich so eigentlich eine ganz vernünftige Frequenz hinbekomme und auch so ein ganz vernünftiges Volumen reinkriege. Das sind so die beiden Hauptmarker, sage ich mal, auf die ich achte. Und ich starte den ersten Tag im Prinzip mit einer Hip Thrust Maschine, wie ihr hier seht. Fokus, Glutes und Hams. Und es geht mir darum, vor allem meine Glutes zu stärken, weil die sind zu schwach. Generell ist meine Rückseite, Körperrückseite und gerade Oberschenkelrückseite ein Schwachpunkt. Das hat sich für mich so ausgewirkt, dass ich ja in der Vergangenheit immer wieder mal Probleme hatte mit meinem Quadratus Lumborum, also unten so im Lendenwirbelbereich. Und diese Übung hilft mir halt wirklich richtig gut dabei, diese Schwachstelle, auch wenn mein ganzer Körper eine Schwachstelle ist, auszugleichen. Denn alles, was zum Beispiel in Richtung Kreuzheben geht, ob das RDLs sind oder normales Kreuzheben, wie auch immer, das macht mir aktuell noch so ein bisschen Probleme. Das heißt, ich habe dann immer wieder dieses Problem im unteren Rücken. Und bis das sozusagen ausgeglichen ist, arbeite ich mit Hip Thrust. Mache ich an 2 Tagen tatsächlich. Hier am Anfang nur 2 Sätze, um das Ganze so ein bisschen zusätzliches Volumen eben in dem Bereich zu haben. Dann machen wir weiter mit einer ganz klassischen Beinpresse. Viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, ja, relativ kurze ROM. Ja, es ist aber allerdings, wie ihr vielleicht auf den Bildern erkennen könnt, grundsätzlich auch meiner Anthropometrie geschuldet. Ich glaube, das ist das richtige Wort. Also meiner Gliedmaßenlänge im Prinzip, Extremitätenlänge. Und auch hier habe ich, ja, normalerweise würde man sagen, Beinpresse, Oberschenkel, Vorderseite. Aber auch hier setze ich die Füße relativ weit oben an, um im Prinzip den Fokus so ein bisschen auf der Oberschenkelrückseite zu haben. Also Gluteus und Beinbeuger. Das Ganze mache ich hier im 4-mal, ich glaube es sind 8 oder 10 Wiederholungen, ich weiß gerade gar nicht so genau. Das hängt immer so ein bisschen von der Intensität, sage ich jetzt am Ende des Tages mal ab. Ja, aber das ist auf jeden Fall eine Beinpresse, die für mich sehr gut funktioniert. Ich komme zum Beispiel mit der Hammer Strength Beinpresse nicht so wirklich gut klar. Also da ist die ROM irgendwie noch ein ganzes Stück schlechter, sage ich jetzt mal. Und ich habe trotzdem nicht so eine vernünftige Beanspruchung. Dann machen wir weiter mit einem klassischen Latzug, allerdings mit einem neutralen Griff. Ja, seht ihr hier auch, das sind diese Art Mac-Griffe, die wir dort im Gym haben. Ich glaube, ich habe auch hier ein 4x10 oder ein 4x12. Und ich achte wirklich darauf, dass ich sozusagen in der aktiven Range of Motion bleibe. Ja? Also ich lock nach oben nicht ganz aus und ich versuche unten wirklich an den Punkt zu kommen, wo ich die maximale Spannung im Prinzip habe. Funktioniert für mich sehr, sehr, sehr gut. Und ich mag auch diesen neutralen Griff, also Fokus auf den Lat natürlich entsprechend. Und funktioniert hier für mich wirklich top. Dann machen wir weiter mit, hier im Weitwinkel habe ich euch das hier mal gefilmt. Ich zeige euch aber gleich auch noch die normale Aufnahme. Mit ganz klassischem Kurzhantelbankdrücken. Ich habe bis vor kurzem auch noch normales Langhantelbankdrücken drin gehabt. Finde aber hier, dass ich eine bessere Kontraktion im Prinzip in der Brust hinbekomme. Und es mich auch zusätzlich ein bisschen weniger ermüdet tatsächlich. Und deswegen mache ich hier, lasst mich mal nachgucken in der App, was ich hier an Wiederholungen mache, auch ein klassisches 3x10. Ja, also ich bin überall so im Bereich ungefähr roundabout 10 Wiederholungen und mache das dann von der Intensität und von der RPI, RIR, wie auch immer ihr das nennen wollt, am Ende des Tages im Gym abhängig. Dann habe ich jetzt neu drin, weil ich habe dieses Jahr im Prinzip mit einem neuen Trainingsplan gestartet,
eine T-Bar Row. Und hier wirklich noch mit super wenig Gewicht, weil ich mich erstmal an das Gerät gewöhnen musste. Und ich versuche da wirklich maximal in den Lockout zu gehen. Und das ist natürlich eher jetzt eine Übung für die Rückentiefe, Traps und so weiter. Ja, sieht man hier, wie ich schön versuche, wirklich nach unten komplett rauszugehen und oben auch wirklich komplett hinten, ja, alles zusammenziehen, was da ist, um wirklich da die maximale Kontraktion im Prinzip reinzubekommen. Wenn da mehr Gewicht draufkommt, weiß ich jetzt schon, wird das später wirklich richtig unangenehm, so hier unterhalb der Brust, ja, da wo man auffliegt auf dem Polster, ist aber eine sau geile Übung, finde ich. Dann haben wir auch noch, und ihr seht es wieder, die Oberschenkelrückseite, die bearbeitet werden will mit einem klassischen Beinbeuger. Mache ich hier, glaube ich, in einem 3x12. Lasst mich kurz schauen. Jo, genau, das ist ein 3x12. Und auch da versuche ich wirklich die ganze Zeit in dem Bereich zu bleiben, wo wirklich die Spannung auf den Muskel irgendwie am höchsten ist. Denn mein Fokus ist jetzt ja nicht mehr Kraft-3-Kampf, sondern wirklich ein Hypertrophie, ein Muskelaufbau, ein Bodybuilding-Training. Aktuell natürlich, klar, ich befinde mich in der Diät, das heißt, viel Hypertrophie wird da jetzt nicht gehen, aber ich gewöhne mich jetzt eben schon mal an diese Art zu trainieren. Ja, das ist auf jeden Fall so eine klassische Übung, ja, wo man irgendwie am Ende, ihr seht es, wirklich, wirklich Schmerzen hat. Aber ich finde es einfach mega nice, ja. Und dann zum Schluss, ich gucke gerade mal, das müsste die letzte Übung sein, genau, mache ich 3x12, was für ein Bizeps, auch jetzt neu gestartet, die Preacher Curls. Weil ich einfach, kurzhandel Curls nerven mich jetzt einfach irgendwie langsam, habe ich jetzt lang genug gemacht. Wir haben leider keine V-Station bei Flo's Gym, also die Kabelstation, die so ein bisschen wie so ein V aufgestellt ist, wo du im Prinzip so, ja, die Kabel gut hinter dich bringen kannst. Man könnte die Kabelcurls auch dort an dem normalen Kabelturm machen. Ich habe mich jetzt aber für diesen Block einfach mal für die Preacher Curls entschieden. Ich habe da noch so ein dünnes blaues Mättchen, so eine dünne kleine blaue Matte zwischengelegt, damit die Range of Motion ein bisschen besser wird, weil ansonsten sind meine Arme zu lang und ich setze zu früh mit dem Gewicht wieder auf, während ich noch gar nicht unten komplett angekommen bin. Ja, und das ist eigentlich der erste Tag meines 3-Tages-Plans. Ja, und dann habe ich ja versprochen, ich zeige euch jetzt in diesem Video noch die Geheimzutat für mein Mittagessen, was ich im Prinzip jeden Tag, zumindest unter der Woche, mir reinziehe. Und wartet kurz, ich hole es. One Eternity. Ja, die Geheimzutat ist tatsächlich das Hack. Bruh. Ja, wieso jetzt? Also ich meine, Fleischkonsum ist ja heutzutage eh so eine Sache, wofür man sich gefühlt schon rechtfertigen muss. Mache ich aber nicht, keine Sorge. Aber was ich halt wirklich gemerkt habe, ist, dass Hack vom Bio-Fleischer, Bio-Metzger, wie auch immer man das sagen möchte, ja, einen himmelweiten Unterschied gegenüber dem Hack aus dem Supermarkt hat oder macht. Und da ist vollkommen egal, ob du bei einem Discounter bist oder ob du bei einem normalen Rewe, Edeka, ich weiß nicht, ob das auch als Discounter gilt, keine Ahnung, ja. Also ich habe da keine riesengroßen Unterschiede zwischen einem Lidl, einem Rewe und einem Edeka-Produkt, also das, was die abgepackten Sachen sind, festgestellt. Wenn du natürlich an der Theke bist, schon nochmal. Aber selbst da, wenn du zu einem Edeka gehst, zu einem Rewe gehst, dir das Hack von der Theke holst und dann wirklich mal im Vergleich was von einem Biofleischer oder meinetwegen von einem regionalen Hofanbieter oder sowas hast, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich sag zu Franzi immer, das ist gefühlt ein anderes Lebensmittel. Ja? Das hier ist von der Biofleischerei Fricke. Ist natürlich keine gesponserte Werbung. Ich würde mich freuen, wenn die mich sponsern würden. Das Bio-Rinderhack, ich glaube, das kostet bei denen 15 oder 20 Euro das Kilo. Und es ist einfach geschmacklich so ein... Also es ist einfach wirklich absolut genial. Und deswegen ist es auch geil, dieses Gericht halt zu machen. Ich werde demnächst, ohne Witz, mich haben schon 2, 3 oder ich glaube 4 Leute sind es mittlerweile. 4 Leute mittlerweile auf Instagram gefragt, ob ich nicht mal das Rezept dazu habe. Ich habe gesagt, Leute, es ist Hack mit Reis und Gemüse. Aber ich werde das demnächst hier mal in einem Video vorstellen, weil eine tatsächlich kleine noch Geheimzutat, die wahrscheinlich nicht jeder irgendwie im Kopf hat, wenn es darum geht, einfach Hack zu würzen, ist Majoran, tatsächlich. Also Majoran ist für mich so eine Sache, packe ich ultra gerne mir ins Hack. Aber alles Weitere, wie das Ganze dann gewürzt wird, wie ich es brate, mache, tue, werde ich euch dann an geeigneter Stelle nochmal zeigen. Und von daher würde ich sagen, passt das hier für heute. Trainingsplan bzw. Trainingstag Numero Uno. Jetzt geht's für mich hier
zur Mitgliederversammlung von Schwertledig Hamburg. Die ist nämlich heute. Wenn ihr das Video seht, ist sie natürlich schon vorbei. Aber ich würde sagen, besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Peace.